Safstein, was wir uns schon länger fragen, welches Bild hat denn das Ausland von Österreich? Wie werden wir wahrgenommen? Majestät, der überwiegende Großteil Österreichs wird im Ausland wahrgenommen als ein Land, das in seinem kulturellen Zenit steht, als ein Mekka der schönen Künste. Ja, müssen wir was dagegen unternehmen. Also, wer kommt denn? Zu Befehl, Majestät! Bestellt als kultureller Missionar der Schlagersänger Roberto Blanco. Blanco, wir freuen uns, dass er da ist. Dankeschön. Wenn Sie so lachen, fragen wir uns, wie viele Zähne haben Sie? Sind die echt? Ja? Ja, noch ich bin echt. Wie viel sind das? 70, 80? Das ist schon lang genug auf der Welt, dass er genug Zähne hat. Also, es freut uns sehr, dass er da ist. Ne? Ich freue mich, hier zu sein, Herr Meister. Von wo ist er angereist? Aus Deutschland, Herr Meister. Ja, wo wohnt er da in Deutschland? In München. In München? Ja. Schön. Ne? Man hört sehr einen komischen Akzent. Ein typisch bayerischer Akzent. Ne? Aber ich freue mich, dass Sie mich verstehen. Also, er wohnt in München. Seit wann? Seit 1969. Schon so lang schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Darum, die wählen alle schwarz da. Schau. Das haben wir jetzt nicht verstanden, sei verstanden. Na, ich weiß. Wir sind in Österreich, darum Bayern, Österreich. Na, da gibt es keine Konkurrenz, ne? Sollen wir vielleicht langsam mal reden, damit Sie uns verstehen? Das ist bitte, ja. Ja? Ja. Woher kommt er? Wenn wir er sagen, meinen wir ihn. Er? Ja. Ja, richtig. Kommt? Ja. Aus Kuba. Wieso redet er langsam mit uns? Wir verstehen ihn. Wir verstehen den bayerischen Dialekt ja, nicht? Aus Kuba also, nicht? Ist er in Kuba geboren noch? Nein, in Tunesien. Servus, von Kuba nach Tunesien? Und dann aufgewachsen im Libanon. Libanon? Ägypten? Ja. Italien? Ja. Spanien? Überall, wo es Probleme gegeben hat. Und er hat ja mit berühmten Leuten, schon in frühester Jugend hat er gearbeitet. Ne? Mit wem? Also zum Beispiel mit Whitney Houston, Michael Jackson. Schau, denen geht's allen auch nicht mehr so gut, ne? Wir fühlen uns auch nicht mehr so super. Aber mit Josephine Baker haben wir da eine. Mit Josephine Baker. Ja. Ah, ja, ne. Soll ich weiter erzählen? Mit ja, ja, natürlich. Wir wollen wissen, wem es jetzt demnächst nicht mehr gibt. Was hat er denn so gesungen? Ein paar Lieder. An ein paar Lieder können wir uns dunkel erinnern. Dunkel? Majestät. Soll ich Licht machen? Ja? Also, ich habe gesungen, ein bisschen Spaß muss sein. Der Puppenspieler von Mexiko. Ja. Ja. Wer trinkt schon gern den Wein allein? Ja. Wir fühlen uns ihm jetzt so nahe. Wegen dem Wein? Nein, wegen den Liedern, weil das hört er die ganze Zeit. Und wir sagen, Herr, jetzt trinkst du den ab, den Scheißdreck, das gibt's. Also, er hat ja wirklich schon alles gemacht. Er hat gesungen, er hat Fernsehen, Film, TV, Theater auch, ja. Schau. Ja. Und was will er dann beruflich werden in Zukunft? Also Kaiser.
Wo will er denn kommen? Niederösterreich, da ist ein Schwarzer, ist ja super. Na gut. Die sind schon an Monarchen gewöhnt dort. Ja? Ja. Wir haben gehört, dass er Frauen ja auch mag. Ja. Wir verstehen uns. Ja. Sei verstanden, laden Sie ihn einmal ins Hofopernpalett mit uns ein. Wenn wir es nicht wünschen. Wir haben leider Gottes nur junge Frauen. Jungfrauen? Junge Frauen. Ach so. Nein, junge Frauen. Ach so, ja. Ja? Stört Sie das eh nicht? Dass Sie jung sind? Ja. Nicht zu jung, bitte. Ab 30 wäre schön. Wir kommen uns nicht ins Gehege. Wir haben ihn ja aus einem bestimmten Grund herbestellt. Ne? Nachdem er so erfahren ist, auf allen Sektoren der Medien, er spielt das auf und ab, ne? Haben wir uns gedacht, wir brauchen einen Entwicklungshelfer quasi. Ne? Es gibt einen Teil von Österreich, der ist halt noch nicht ganz so weit. Ne? Wir reden von Nordslowenien. Ja. Wir haben auch was vorbereitet für ihn, ja? Ausrüstungsgegenstände, die er brauchen wird, um zu missionieren, sei verstanden? Vormärz? Ja, das wird er jetzt nicht lesen können, weil er nicht Nordslowenisch spricht. Ne? Das heißt, Glogenfurt am Wördersee. Lesen Sie mal vor. Glogenwurm am Wördersee. Ja, zum Glück haben wir noch ein Wörterbuch, sehr verstanden. Biedermeier. Das ist halt nordslowenisch-deutsch. Nicht? Da kann er, dann, er war ja der, wo der Dörfler ihm einen Witz erzählt hat. Ja. Das dürfen Sie ihm nicht übel nehmen. Das ist halt sein begrenztes Wissen über die Biologie. Ja, das mit der Negermama, was er da gesagt hat. Der weiß es halt nicht besser. Steinzeitliches Niveau. Deswegen schicken wir sie runter, um die Kultur nach Nordslowenien zu bringen. Ja? Er darf das als Ausrüstungsgegenstände mitnehmen. Ja? Wir haben uns sehr gefreut. Toi, toi, toi. Eins muss ich ihm auch noch sagen, die letzten vier, die wir runtergeschickt haben, sind nicht lebend wieder raufgekommen. Er darf sich jetzt zurückziehen, aber er muss auch mal ein bisschen brav sein. Weiß er überhaupt, wie das geht? Ja, dann ist es auch schon wurscht.